Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titanfall 2. Wir haben es letztes Mal aufgehört und haben in der letzten Folge, einen Bauprozess angeguckt von diesen Häusern hier. Und, es ist gerade sehr gewöhnungsbedürftig, denn wir sind gerade seitlich hier dran montiert. Und, ich habe keine Ahnung, wo wir hier wegkommen. Ich werde es einfach mal versuchen. Oh, es ist so komisch. Mein Gehirn kommt da wirklich gar nicht drauf klar gerade. Okay, das schaffen wir es rüber. An der Hauswand entlang. Das sieht ganz gut aus da vorne. Da ist auch ein, hier ist erstmal ein Kontrollpunkt. Das ist schon mal sehr wichtig. Ah, perfekt. Das sieht gut aus. Da vorne ist nämlich ein Helm. Den würde ich mir gerne mitnehmen. Guck mal, perfekt. Pilotenhelm erhalten. Okay, jetzt ist natürlich immer noch die Frage, wie wir letztendlich dort oben ankommen. Ich denke mal, wir sollen die Bäume benutzen, richtig? Sieht bisher zumindest danach aus. Das heißt, jetzt heißt es, mit sehr viel Feingefühl rangehen. Ich komme da aber gar nicht hin. Ich komme da gar nicht hin, fällt mir gerade auf. Das ist schlecht. Soll das so, dass man nicht weiß, wo man hin muss? Okay, so kann ich mir mal einen Überblick erschaffen. Ich könnte auch auf den Arm raufsteigen, ne? Wait, vielleicht ist das Ziel. Ja, yeah, das sieht gut aus. Das sieht aus, als wenn es Sinn macht. Oh mein Gott, das ist alles so verwirrend gerade für meinen Kopf. Ah, guck mal, das sieht richtig aus. Oh Gott. Also da vorne müssen wir hin. Das heißt, ich gehe jetzt an das Auto hier ran. Dann machen wir hier noch einen Wallride. Und dann sind wir auch endlich drüben. Perfekt. Das hat doch gut funktioniert. Oh. Noch. Ne? Betonung liegt auf noch. Wie? Ach so. Da soll ich mit drauf gehen. Machen wir. Dankeschön. Bin ich sehr geübt drin, danke. So, wie ich hier runtergefallen bin. Oh, das ist ein cooles Panorama. Aber das sieht sehr nach Simulation gerade aus. Sind wir insgeheim noch in der Prüfung oder so? Ist das der Fall? Das kommt mir gerade ein bisschen so vor. Huh. Ist wahrscheinlich einfach das Trainingssystem der Gegner, oder? Sieht interessant aus. Einfach nur in einer Simulation gerade. Hm. Das sieht schon cool aus. Erinnert mich gerade ein bisschen an Prey. In Prey war man ja auch am Anfang in so einer Simulation gefangen. Sieht schon cool aus. Ach, deswegen die ganze Zeit auch die Mannequins hier. Oh, jetzt ergibt das Sinn. Das sind keine Aussteller oder keine Schaustellpuppen, sondern sind Probepuppen. Es ist sehr dunkel. Wow. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. Oh, das ist super cool gemacht. Wow. Ich hab gedacht, wir werden nach oben geschleudert auf einmal. Jetzt wird wohl ein bisschen geprobt. Nur wo sind die Gegner? Ah, jetzt. Da vorne. Wait, das sind unsere. Das jetzt einfach, überlebe das IMC-Test-Szenario. Ja, wir tun. Ich nehme mal eine andere Waffe. Okay. Das ist einfach so ein Airsoft-Battle geworden. Oh Gott. Mal gespannt, ob ich das überlebe. Ich habe das Gefühl, da kommen sehr, sehr viele Gegner jetzt. Ihr Puls beschleunigt sich. Haben Sie ein Problem? Nö, mir geht's super. Könnte man so sagen. Wenn du das sagst. Ihr Puls liegt bei mehr als 170 Schlägen pro Minute. Das ist ziemlich schnell. 170 Schläge ist keine normale Zahl. Okay,
EMC Reaper Testprogramm. Beweg mich mal ein bisschen herum. Muss ja auch schließlich ein bisschen den Parcours machen, dafür ist es vorgesehen. Soll ich da rein? Das ist nicht gut. Und ich stehe da auch noch. Okay, okay. Schaffen wir. Der wird gerade Gott sei Dank abgelenkt von den anderen Truppen. Cooper, in den Häusern lagern Waffen. Ich habe gesehen, wie sie auf dem Fließband verladen wurden. Herr ist schon kaputt. Was wollen die denn? War doch nichts. Hat mir nicht mal Schaden gemacht. Mein Gott, ich liebe es, wie diese Panels, wenn man raufschießt, einfach kurzzeitig kaputt gehen und wieder und sich wieder neu. Oh mein Gott! Oh, alle meine Truppen sind kaputt. Ich brauche Munition. Und das sofort. Am besten. Ich einfach rausschießen? Jo. Aber viel bringt tut's mir nicht. Okay, okay, okay. Wir brauchen irgendwo Waffen. Umgehend an Kuppel 314. Ziel: Vernichtung des Milizpiloten. Verstanden. Over. Gehen einfach irgendwo ganz hoch hinauf und dann hoffen wir. Ich habe halt auch gleich für die Flatline nicht mehr viel Munition. Wo ist mein Titan, wenn man ihn mal braucht? Das sind gerade so viele. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, da vorne sind neue Waffen. Die brauche ich jetzt auch sofort. Ah! Weg mit dir. Okay, der hält nicht mehr so viel aus. Noch eine Granate hinterher. Die hat er leider, glaube ich, nicht so gut abbekommen. Gott, hier sind ja so viele. Holy shit. Ich glaube, wir müssen aber letztendlich nur den Reaper besiegen, oder? Oh mein Gott, sind das viele. Die mich verarschen? Wie soll man das denn schaffen, einfach so? Okay, ich hab ein Achievement freigeschalten. Ich glaube, sie ist angepisst. Diesen Ausdruck müssen Sie mir später erklären. Gehen Sie jetzt. Das tue ich. In der äußeren Wand ist eine Öffnung. Ich markiere sie auf Ihrem HUD. Oh, sehr gut. Dann gehe ich da mal raus. Ich habe das Gefühl, das sind ein bisschen zu viele Einheiten für mich. Ja, ja. Schießt mir ruhig noch hinterher. Ich gehe jetzt einfach. Meine Schicht ist vorbei hiermit. Oh Gott. Ich werfe noch eine Granate hinterher. Wie selbst eingreifen? Bitte nicht. Ich brauche mal kurz ein bisschen Ruhe. Genau, sowas meine ich mit Ruhe. Muss mal kurz ein Schlückchen trinken. Mission: zu Pilot Cooper stoßen, Major Anderson finden. Status: Befreiung von... Ah, ist immer noch fehlgeschlagen. Ich glaube, wir werden BT nie wiedersehen. Der kommt da nicht mehr raus aus seinem Arm. Oh Gott, der Arme. Wortwörtlich. Oh Mann. Ash, sag mir, dass der Pilot tot ist. Ich arbeite daran. Nein, ich bin tot. Glaub mir, ich bin tot. Das sollen die ruhig glauben. Ich verstehe. Ash out. Keine Sorge, von dem Geld, das ich auf seinen Kopf ausgesetzt habe, kannst du dir alles spielen. Ah, Kopfgeld auf mich. Okay. So ein Ding ist das. So ein Geschütze? Ne, das sind nur Stative. Okay. Oh. Sieht interessant aus. Nimm mich mal mit. Alter, okay, die jetzt. Ah, Schrotflinte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich nehme sie mal mit. Ich habe ja schließlich noch meine Flatline. Nein, die Armen. Oha, wie fies. Oh. Tut mir irgendwie leid. Bin die einfach rausgeworfen. Hm, hoch hier. Aber mehrere Explosionen haben den Manipulatorarm geschwächt. Ich bin frei. Okay, das ist gut. Oh, endlich frei. Let's go. Hi, Arbeiter. Sie liebt die Drohne? Greifen die nicht normalerweise an? Alles ein. Wir müssen weg. Sie sind in der Nähe. Markiere meine Position auf ihrem HUD.
Okay, das ist gut. Gleich sind wir wieder im Titan. Endlich. Fällt gerade auf, ich sollte mal wieder meine Unsichtbarkeitsfunktion nutzen. Das mache ich jetzt mal. Guck mal, wo die hinrennen. Die haben keinen blassen Schimmer, wo ich bin, aber jetzt wieder. Huiuiui. Komm schon, noch ein Wallride bitte? Nö? Okay. Hat trotzdem geklappt. Gut. Yeah, der macht die da unten wieder fertig. So kenne ich meinen BT. Okay, ich hoffe, uns stürzt keiner in den Rücken. Sehr schön. Hallöchen. Hier sind ziemlich viele. Kann ich kurz rein? Dankeschön. Oh, endlich wieder im Titan. Das fühlt sich an wie nach Hause kommen. Oh mein Gott, die Waffe ist, glaube ich, ziemlich gut. Zumindest gegen Titans. Auch wenn sie lange nachladen muss. Was ein bisschen blöd ist wieder. Aber dennoch, muss ich sagen, fällt mir. Oh mein Gott. Hier hätte ich die vorhin mal so schnell zerfetzen können. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass wir nicht springen können mit dem Titan. Also nicht hoch oder so. Wir können nur so ein bisschen nach vorne dashen. Oh mein Gott. Der gute Ronin. Den kenne ich noch gar nicht. Jetzt gibt es erstmal ein paar Raketen. Ey, die halten echt nichts aus, wenn man mit den Raketen auf die schießt. Oh, der ist... Ah, warte mal. Sind das die Klassen? Wir haben hier irgendwie so ein Sticky-Teil an uns dran gehabt. Keine Ahnung, woher das kam. Da schon wieder. Wer macht denn das? Hä, die sind einfach hier unten? Das sind so Minen, oder? Okay. Hab ich bisher noch nicht gesehen. Komm. Er schießt sie zurück. Nicht gut. So, endlich. Okay, kommen da noch mehr? Tatsächlich. Ich lade mal lieber nach. Ah, ich glaube, ich will trotzdem wieder meine andere Waffe haben. Mich nervt das nämlich, dass wir so oft nachladen müssen und dass es so lange dauert. Pass auf, ich nehme mal eine andere. Ich nehme mal meine Tone wieder. Meine schöne Tone. Kommen wir nicht hoch? Salvensystem. Ja, das ist nämlich das, was mir auch gefehlt hat. Mein gutes Salvensystem. Damit sind die nämlich auch schnell weg. Okay. Lief gut soweit, ne? Ja, ich habe meinen Titan vermisst. Bin froh, wieder vereint zu sein. Ein schönes Gefühl. Der hält eh nicht mehr viel aus, der hier vorne. Oh, das Leben. Das könnte ich gebrauchen. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, diese Teile hier zertrampeln wir einfach. Die können uns gar nichts. Verfolgen uns trotzdem. Ein bisschen idiotisch, wenn ich ehrlich bin. Ah, das sind auch Gegner. Die greife ich gar nicht jetzt an. Da renne ich einfach rüber. Hier wieder rum. Der hat gar nichts ausgehalten mehr. Oh shit. Ich hab doch gesagt, du brauchst nicht nach mir schauen. Bitte. Ich hab dir gesagt, du brauchst das nicht tun. Wirklich nicht. Salbe. Sehr gut. Kann ich meine Funktion machen auf V? Nö. Ach guck mal, die hält ja gar nichts aus. Die ist gleich tot. Wieso nicht? Oh mein Gott, die hat einen Nahkampfmodus. Und ich glaube, die macht gut Schaden im Nahkampf. Ich lasse sie am besten gar nicht erst ran. War trotzdem nicht sehr stark. Konnte mir auf jeden Fall im Nahkampf keinen Hit verpassen. Okay, wir sollen aus der Testanlage entkommen. Dann rennen wir einfach mal ein bisschen schneller jetzt. Also die Aufmachung von der eben war eigentlich ganz cool. Ich fand auch voll, das Schwert, also das Katana fand ich auch ganz cool, aber irgendwie war die ziemlich weak. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das wird ein richtig krasser Bosskampf. Aber, naja. Ich und mein BT, wir sind halt unzerstörbar. Sind halt Bros. Okay. Oh,
Das sieht gerade so cool aus hier. Holy shit. Wir sind entkommen, denke ich, ne? Unsere Reise durch die IMC-Testanlage sollte eine Abkürzung durch schwieriges Terrain. Mensch, ich kann das nicht lesen. Was ist heute los? Aber weit gefehlt. Keine Abkürzung mehr. Wir haben Major Anderson Treffpunkt erreicht. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden, damit er uns einige Antworten gibt. Was danach passiert, weiß noch niemand. Tja, mal sehen, was dann passiert. Wirkung und Ursache. Ankunft an Anderson Sammelpunkt. Major Anderson ist hier. Nein, ich bin wieder ohne BT unterwegs. Seite. Gerade noch davon geschwärmt. Lass dich nicht wieder erwischen, BT. Ich werde Abkürzungen vermeiden. Oh, das sieht viel zu cool aus. Boah, das ist die perfekte Mischung. Regen, Pflanzen, Holzwände. Aber das ist das Holz? Sieht so aus. Das sieht schon sehr schön aus. So ein bisschen Jurassic World Setting. Sehr hübsch. Oh. Okay, was auch immer. Scheint ein Rückblick oder so zu sein, richtig? Haben wir hier mal gearbeitet? Könnte sein, ne? Hier auch schon wieder. Sah ziemlich gut aus hier drin. Tja. Was war das denn? In dieser Anlage gibt es Störungen, die einen Riss in der Zeit zu verursachen scheinen. Ja, ich merke das schon. Das ist sehr ungewohnt. Alles klar. Wünsch mir Glück. Ich wünsche Ihnen Glück. Hat er direkt getan. Ich geh mal hier runter. Hier ist schon wieder so ein Rückblick. Ah, hier war ein Vortrag. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, ob wirklich auch die Macher von Prey die gleichen Macher von Titanfall 2 sind. Das könnte sein, oder? Ich würde das mal nachschauen nach dem Video hier. Oder schreibt mir das am besten mal in die Kommentare oder so. Dabei dürfen wir jedoch nie vergessen, dass diese Verluste. Weil die Charakter gerade sahen auch verstaunt ähnlich aus. Könnte natürlich sein. Grafisch sehen die sich halt auch sehr ähnlich. Muss ich eigentlich auch mal wieder spielen. Vielleicht auch als Let's Play mal. Mal sehen. Ist nämlich eigentlich auch ein ziemlich cooles Spiel. Achtung, ID-Karten sind jederzeit. Och, lass den Jungen doch frei, der Arme. Nein! Das habe ich aus Versehen schon getan. Oh no. Oh! Ja, wie gesagt, es gibt immer einen größeren Fisch. Das kam unerwartet. Sieht doch nett aus. Ich wollte gerade sagen, sah eigentlich mal ganz schick aus hier, aber weiß nicht. Irgendwie gefällt es mir dann doch bei Regen ein bisschen mehr. Was ist das hier? Die IMC betreibt im Grenzland mehrere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen. Von dieser hier weiß die Miliz aber vermutlich nichts. Wie viele dieser Einrichtungen gibt es? In den 8 Monaten vor Operation, das sieht cool aus. Hat die 9. Milizflotte mehr als 29 derartige Anlagen erobert oder zerstört. Sollen wir hier runterspringen? Seltsam. Ich orte in diesem Gebiet Spuren meiner eigenen Datensignatur. Die Störungen scheinen meine Scans zu. Ich sehe ihn doch da unten. Ist doch unser Kumpel. Ich denke mal, wir sollen wahrscheinlich zu ihm runter, richtig? Ich werde es mal tun. Hoffentlich ist das kein Fehler. Weil die sehen nämlich ziemlich strong aus. Ich werde mal versuchen, an denen vorbeizuschleichen oder so. Ich orte in der gesamten Anlage Spuren einer massiven Energieentladung. Ihre Helmdaten registrieren dasselbe in der anderen Zeitlinie allerdings nicht. Okay. Jetzt leiten wir hier mal runter. Gleich sind wir ja bei ihm. Und dann fühle ich mich auch schon direkt wieder sicherer. Und gewärmt. Er hat eine Heizung wahrscheinlich drin. Und natürlich haben wir auch wieder ein Dach über dem Kopf. Keiner dieser Überreste entspricht Major Andersons Genprofil. Vielleicht lebt er noch. Boah, das Setting gefällt mir gerade so gut. Ich rate zu einer Überprüfung des Empfangsbereichs. Ich würde sie ja begleiten, aber mein Chassis passt leider nicht durch die Tür. Ja, nee, alles gut. Du Glückspilz. Dein Mittel ist Sarkasmus. Oh. Der hatte wohl einen Patch. Ich sehe schon, der Junge kann Sarkasmus verstehen. Die werden echt immer besser. Normalerweise würde man erwarten, gerade von einem Roboter, dass er keinen Sarkasmus verspüren kann.
Weil Sarkasmus ist ja teilweise nicht mal bei Menschen wirklich vorhanden, also dass die das erkennen können. Zumindest können das manche nicht. Naja, Rucksackladung. Oh. Ja. Ungünstig. Ich bestimmt da ranpacken, oder? Helm auf missionskritische Daten untersuchen. Empfehle Bergung. Ich hab da gerade eine Granate angetan. Ich werde da jetzt nicht hingehen. Ach so. Ach so, man kann die fernzünden. Ich habe gedacht, wir reißen noch seinen Kopf mit ab. BT, ich habe Anderson gefunden. Er ist in der Decke. Einsatzziel erreicht. Major Anderson getroffen. Getroffen ist was anderes. Er ist tot, BT. Korrekt. Körpertemperatur beträgt 17 Grad Celsius. Der wusste das einfach schon. Wert für menschliches Leben. Oh ja. Der ist ziemlich durch die Decke gesprungen. Tja. Passiert auch dem Besten, nicht wahr? Wait, da konnte ich irgendwas benutzen. Ach! Nett! Die benutze ich doch direkt mal. Auch wenn sie bisher noch wahrscheinlich keinen Sinn hat. Oh, das Setting gefällt mir wirklich viel zu gut. Kann das nicht die ganze Zeit in so einem Ambiente spielen, dieses Spiel? Ja, das gefällt mir sehr. Vielleicht spielt ja das nächste Kapitel nur in so einem Ambiente. Mal sehen, aber ich denke, das werden wir erst herausfinden in der nächsten Folge von Titanfall. Also, lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen galaktischen Tag und wir sehen uns das nächste Mal bei Titanfall 2. Bis dann, bye bye!